spannendes Abendspiel heute. Auf das Sie bestimmt schon warten, Bayern gegen Bayer. Aber wir haben auch einen hochspannenden Gast. Der neue starke Mann bei Borussia Dortmund, Lars Ricken. Einst Teenie-Star und Dortmunder Jahrhundert-Torschütze. Champions-League-Sieger, deutscher Meister mit dem BVB, zugleich jugendlich provokante Werbefigur. Sie Typen in Nadelstreifen und Geschäftemacherei ohne Ende. Vorbei seine Zeit schräger Töne. Mary Jane, tonight again. Längst erwachsen geworden und selbst in Nadelstreifen unterwegs. Lars Ricken oder wie eine Vereinslegende ihren Club in eine erfolgreiche Zukunft führen will. Und hier ist er. Herzlich willkommen, Lars Ricken. Herzlich willkommen bei uns. Hallo. Hi. Lars Ricken. Geschäftsführer Sport bei Borussia Dortmund. Ja, Lars Ricken. Haben Sie sich schon einigermaßen erholt vom gestrigen Abend? Ich kann mir vorstellen, das war ein Abend, der Nerven gekostet hat. Ja, richtig. Erstmal vielen Dank für den netten Einspieler. Also mein Leben ist gerade an mir vorbeigezogen. ja, in der neuen Rolle hat meine Frau vor kurzem zu mir gesagt, dass sie jetzt versteht, den Spruch Sieger heißt Lebensqualität. Ja, also insofern ja, geht's gut. Aber es war jetzt auch kein Spiel, kein Sieg, wo man jetzt wohlig ins Bett fällt. Ich glaube, war schon ein Sieg, wo uns auch oder der uns auch zeigt, dass wir scharf bleiben müssen, dass wir noch viel, viel Arbeit vor uns haben, dass die Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist, dass wir dahin kommen, wo wir am Ende sein wollen und die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen. Aber das, was Ihre Frau sagt, würde ich gerne nochmal aufnehmen. Also ist das jetzt schon was anderes als Geschäftsführer Sport? Sie haben natürlich früher sicher auch mitgefiebert, es ist ja Ihr Verein. Aber wenn Sie jetzt da oben so auf der Tribüne sitzen als Geschäftsführer, spüren Sie da einen anderen Druck? Ja, definitiv. Links neben mir sitzt Matthias Sammer, der die ganze Zeit nur am Fluchen ist. rechts neben mir Aki Watzke, der ist relativ ruhig. Die Verantwortung merkst du mit dem ersten Tag. Du merkst halt, dass wir jetzt nicht oder ich für einen kleinen Traditionsfußballverein zuständig bin, sondern dass wir auch irgendwo ein Unterhaltungsbetrieb sind, dass wir auch ein Wirtschaftsunternehmen sind. Mhm. Also diese Verantwortung kommt dann tatsächlich relativ schnell auf. Darüber werden wir heute reden. Schön, dass Sie da sind. Lars Ricken. Und natürlich, wie Sie damit umgehen, dass Matthias Sammer Ihnen das Ohr abquatscht. Ja, und bei uns ist der Geschäftsführer Sport von Borussia Dortmund, der sich dieses Spiel ganz entspannt heute angucken konnte. Wie fanden Sie das Spiel? Welche Erkenntnisse haben Sie gewonnen? Ja, also ich saß im Auto hin, habe es auf den Hände geschaut, jetzt gerade die Zusammenfassung. Ich glaube, es wurde heute auch in dem Spiel deutlich, was für eine Qualität die Bayern einfach haben. Man muss wahrscheinlich auch neidlos anerkennen, dass sie wahrscheinlich den stärksten Kader haben. Haben, glaube ich, jetzt, wenn ich es richtig gehört habe, 30 Tore schon geschossen. Aber auch die Leverkusener sind nicht nur effektiv, wenn sie irgendwie mal wieder in der 97. Minute das Tor schießen, das Siegtor, sondern glaube ich heute auch ja, 30% Ballbesitz, einen Punkt in München geholt. Werden dann auch nicht so viele schaffen. Also ich glaube, es zeigt sich jetzt schon relativ früh, wenn du an diesen beiden Mannschaften vorbeikommen willst, musst du eine ziemlich gute Saison spielen. Also haben Sie das Gefühl, dass es wieder ein anderer FC Bayern München ist als letzte Saison? Ja, ich glaube, sie haben größtenteils ihren Kader zusammengehalten, haben auch nochmal richtig Geld in die Hand genommen, um sich auf der einen oder anderen Position zu verbessern. Und ja, das haben wir leider auch mal erfahren. So eine Saison lassen sie nicht gerne auf sich sitzen und haben sich da extrem viel vorgenommen, natürlich in der Liga, in der Champions League, natürlich mit dem Finale in München. Das war ja aus Dortmunder Sicht das Ärgerliche. Bayern hat mal geschwächelt letzte Saison und nicht Dortmund war da, sondern Leverkusen war da. Haben Sie das Gefühl, dass Borussia Dortmund dieses Jahr in den Meisterkampf eingreifen kann? Ja, wir haben jetzt relativ früh in der Saison, sind nur 3 Punkte zum Glück hinter Ihnen. Natürlich ist es unser Anspruch, nicht immer nur um Titel mitzuspielen, sondern am Ende auch irgendwann mal einen zu gewinnen. Es ist jetzt schon lange genug her, dass wir um Vorsichtplatz gefahren sind. Aber ich glaube, zurzeit
ist schon sehr daran gelegen, unsere Hausaufgaben. Das war schon eine kuriose Szene mit dieser gelb-roten Karte, was ja am Ende gar kein Foul war. Was ich mich gerade gefragt habe, kann man in so einer Situation nicht auch von Maxi Arnold, also vom Gegenspieler, erwarten, dass er im Sinne des Fairplays hingeht und sagt, das war kein Foul und auch kein Platzverweis? Oder ist das naiv? Ja, ich glaube, da in Kategorie im Fairplay da zu reden, ist, glaube ich, relativ schwierig, weil du weißt ja auch nicht, wie es, Maxi Arnold die Situation wahrgenommen hat, weil das war ja schon ein sehr intensiver Zweikampf. Ja, und vielleicht hat er in dem Moment auch die Situation anders wahrgenommen. Deshalb glaube ich jetzt nicht, dass das so die klassische Situation ist, wo du zum Schiedsrichter hingehst und sagst, hey, war nichts. Kommen wir zu Borussia Dortmund. Sie hatten gegen Stuttgart einen harten Tag letzte Woche und sie hatten gestern auch einen Abend, an dem sie einiges an Leidensfähigkeit zeigen mussten, beweisen mussten. Gregor Schnittger schaut zurück auf gestern. Lars Rücken, haben Sie sich gestern bei dem Gedanken ertappt, um Gottes Willen, was wird hier los sein, wenn wir das Spiel verlieren? 75. Minute. Sehen. Allerdings. Lars Rücken, haben Sie sich gestern bei dem Gedanken ertappt, um Gottes Willen, was wird hier los sein, wenn wir das Spiel verlieren? Ja. Wir hatten den Termin ja schon vor ein bisschen längerer Zeit abgemacht, dass ich hier vorbeischaue. Also mit einer 5-1-Niederlage gegen Stuttgart und dann einer Niederlage gegen Köln, gegen Bochum hier aufzulaufen, wäre für mich nicht ganz so erfreulich gewesen. Also Sie haben gestern schon an den Sportstudio-Auftritt gedacht? Ja. Haben Sie das der Mannschaft auch mit auf den Weg gegeben, vielleicht in der Halbzeit? Nee, habe ich nicht. Dafür Trainer und Spieler zuständig. Und am Ende kann man tatsächlich sagen, es war ein glücklicher Sieg, weil wenn sie das 3-0 machen, wir vielleicht so in die Pause gehen, dann war es das wahrscheinlich. Und aber nach 90 Minuten war es dann auch wirklich ein verdienter Sieg, weil die Mannschaft eine gute Reaktion gezeigt hat. Ich muss auch sagen, will da schon auch unsere Fans noch mal erwähnen, wir kommen in einer 5-1-Niederlage Stuttgart nach Hause, liegen 2-0 hinten und die unterstützen uns weiter. Natürlich, in der Halbzeit gab es dann Pause, das ist auch überhaupt nicht schlimm, aber die waren immer da und dann ist natürlich schön, dass wir jetzt freitagsabends, glaube ich, seit über 20 Jahren dann auch ungeschlagen bleiben. 9 Gegentore in 3 Spielen. Was passt da noch nicht, vor allem defensiv? Ja, es überrascht mich schon ein bisschen, dass wir jetzt so viele Gegentore auch bekommen haben. Zumal ich auch glaubte, dass wir gerade in der Innenverteidigung mit Süle, mit Schlotterbeck, mit Waldemar Anton wirklich top aufgestellt sind. Ich glaube, ich weiß nicht, es braucht sich in der Bundesliga, glaube ich, nicht zu verstecken. Aber es geht natürlich auch nicht um die 3, sondern es geht natürlich in die ganze Mannschaft, dann in der Restverteidigung. Es passen so ein paar Abläufe noch nicht. Es war uns aber auch immer klar, einen großen Umbruch auch in der Mannschaft gehabt oder einen großen Aufbau. Sind wir gerade eher dran. Viele Spieler mit der Nationalmannschaft, dass da den einen oder anderen Rückschlag, vielleicht auch mal Rückschritt gibt, war uns durchaus klar. Aber das ist natürlich eine Sache, die wir dann demnächst anpacken müssen. Gerettet hat sie die individuelle Qualität, Ceru Kirassi, der Transfer hat sich im Grunde jetzt schon gelohnt, kann man sagen. 18 Millionen Ausstiegsklausel hatte er ja, halb Europa war hinter ihm her. Wie haben Sie es geschafft, ihn zu bekommen? Ja, ich glaube, wir können uns schon ein bisschen darauf etwas einbilden, was wir sind als Borussia Dortmund. Ich glaube, bei uns zu spielen, jedes Mal vor 80.000 Zuschauern mit der Ambition, ich glaube, das kann einen Spieler schon reizen. Ja, und gehen Sie dann auch viel Umstellung. Jetzt hat er in der letzten Saison, glaube ich, 3-mal gegen uns gewonnen. Da hat er gesagt, okay, vielleicht sollte ich mal für diesen Verein spielen, damit sich das ändert. Wir haben natürlich schon viel Zeit auch eingepackt. Er hatte ja dann auch die Verletzung und wir haben trotzdem gesagt, okay, wir wollen mit dem Jungen 3-4 Jahre planen. Ja? Und dann müssen wir jetzt vielleicht auch 2-3 Spiele ohne ihn auskommen. Das müssen wir anders hinkriegen. Aber dass Ceru gut ist, ich glaube, das sollte keinen überraschen. Und ganz gut bezahlen kann Borussia Dortmund natürlich auch. Es ist nicht nur das Publikum, was ihn sicher angezogen hat. Nuri Sahin hat vor der Saison vorausschauend gesagt, ich bitte um 2 Dinge, die es eigentlich nicht gibt im Fußball. Zeit und Geduld. Bis wann glauben Sie und bis wann erwarten Sie auch als Geschäftsführer Sport, dass die Findungsphase zwischen Trainer und Mannschaft abgeschlossen ist?
Das ist schwer zu sagen. Wir haben ab dem ersten Trainingstag eigentlich gesagt, okay, es wird sich entwickeln. Wir haben viele, viele Spieler abgegeben, ein paar neue hinzugekommen, komplett neues Trainerteam, Management, einige Dinge neu gemacht. Also, dass da nicht alles sofort reibungslos läuft, ist glaube ich klar. Es war schon jetzt auch bis zur nächsten Länderspielpause schon deutlich, dass man auch mal immer wieder rotieren will, dass man natürlich auch alle mit auf die Reise nehmen will. Am Ende bin ich schon auch bei aller Entwicklung, die wichtig ist, natürlich bin ich auch resultatorientiert. Ja? Und langfristige Entwicklung ist wichtig, aber ich merke das jetzt natürlich auch, kurzfristiger Erfolg sollte bitte auch inkludiert sein. Wer hat den schwereren Job übernommen, Nuri Sahin oder Sie? Ja, erstmal, glaube ich, sollte man mal etwas erwähnen, was vielleicht im europäischen oder im Weltfußball einmalig ist. Mit Nuri Sahin und mir, also mit Nuri als Cheftrainer in der ersten Mannschaft, mit mir als Geschäftsführer Sport, sind zwei Personen aus unserem Jugendbereich. Ich glaube, das gibt's nirgendwo anders auf der Welt. Ja? Und wahrscheinlich kann das auch nur Borussia Dortmund. Ich glaube, wir treten gemeinsam eine große Herausforderung an. Nuri natürlich auch sein erster Cheftrainerposten auf extrem hohen Niveau. Es wurde immer mal wieder gesagt, dass das eine sehr mutige Entscheidung war. Daran so haben wir nie gedacht, weil wir ihn ja auch ein halbes Jahr als Co-Trainer erleben konnten und wirklich dann eine Persönlichkeit auch mit 36 Jahren steht, und der auch sehr dominant auftritt, auch sehr selbstkritisch sein kann nach dem Spiel gegen Stuttgart. Und nur wenn du selber so auftrittst, kannst du dann auch für die richtigen Rückschlüsse aus diesen Spielen dann noch ziehen. Sie sind jetzt seit 5 Monaten Geschäftsführer Sport beim BVB und der Start zeigt uns Hermann Falkieser, der war auf jeden Fall ereignisreich. Da steht er seit Mai für viele überraschend da, zwischen BVB-Grande Watzke und Präsident Luno. Lars Ricken, inzwischen 48 Jahre alt, aufgestiegen zum Geschäftsführer Sport in Dortmund und womöglich demnächst komplett Nachfolger von Boss Watzke. Eine Fußball-Ikone des Vereins, ja, aber kann Ricken auch ein börsennotiertes Unternehmen und warum überhaupt er? Er ist verlässlich, er ist auch strategisch, das habe ich ja die ganzen Jahre im Jugendbereich, wo er überragende Arbeit gemacht hat, auch gesehen. Und er ist auch ambitioniert. Ausgerechnet einer, der sich einst in der Rolle als Rebell gefiel und die Profitgesellschaft Profifußball geißelte. Ich sehe VIP-Logen, wo früher Stehplätze waren. Eine Jugendsünde, klar. Und eine, der Lars Ricken längst entwachsen ist. Nach frühem Karriereende der frühe Karrierestart im Nachwuchsbereich des BVB. Lehrjahre wie Herrenjahre, eine vergleichsweise entspannte Wohlfühloase mit großen sportlichen Erfolgen. Jetzt wieder komplett im Fokus und BVB-Baustellen gibt's sofort viele. Ricken muss die Enttäuschung von Sportdirektor Kehl auf die ausgebliebene Beförderung in ein anderes Licht tauchen, damit keiner im Regen stehen bleibt. Oder die Abschiede von Mats Hummels und Marco Reus verkaufen. Durchaus ein Einschnitt, aber vielleicht genau passend für den erklärten Jugendförderer. Wenn Identifikationsfiguren in die Jahre gekommen und obendrein recht teuer geworden sind. Keine Zeit für Fußballromantik. Ein verlorenes Champions-League-Finale als Aufbruchschance. Die Gelegenheit, Trainer Edin Terzic auszutauschen durch ein anderes Urgestein des Vereins. Mit Nuri Sahin und Kehl bildet Ricken angesichts ähnlicher Clubvergangenheit schnell eine eingespielte Dreierkette. Auch mit seinem einstigen Zimmerkollegen Matthias Sammer, dem externen Berater, verbindet ihn vieles. Ob das nur ein Vorteil ist, das muss sich immer zeigen. Aber aktuell gibt es, glaube ich, in der Bundesliga keinen Verein, wo der Cheftrainer und der Sportchef beides aus der eigenen Nachwuchsakademie entstanden sind. Und das ist einfach ein bisschen auch BVB-DNA. Aber da gibt es ja noch den zweiten Rückkehrer Sven Mislintat. Der geniale wie streitbare Kaderplaner zettelt in der Entscheider-Elefantenrunde, so ist zu hören, immer wieder Kompetenzrangeleien an. Kehl versus Mislintat und umgekehrt. Moderator Ricken ist gefragt. Lars ist jemand, der abwägender ist und sich auch mehr Zeit lässt für Entscheidungen. Und das ist auch ein großer Vorteil. Wohin steuert Lars Ricken mit Borussia Dortmund? Lars ist abwägender als ich, sagt Hans-Joachim Watzke. Was heißt das genau? Also wie würden Sie Ihren Führungsstil beschreiben?
Ja, habe natürlich genau zugehört. Ja, ich habe natürlich eigentlich nur Experten um mich herum. Ja, sei es in der Elefantenrunde, sei es im Tremener-Team, und ich bin natürlich dann auch jemand, der dann schon ganz gerne auch zuhört, weil ich muss dann schon relativ große Entscheidungen auch treffen, auch was finanziellen Umfang oftmals angeht, und da will ich natürlich so viele Fakten wie möglich haben und nicht oder so wenig wie möglich aus dem Bauch heraus entscheiden, obwohl das natürlich schon dann ab und zu auch notwendig ist. Für mich ist immer Pascal Groß ein ganz gutes Beispiel, wo ich derjenige war, der ein bisschen länger überlegt hat, als vielleicht notwendig war, weil sportlich 100% überzeugt, aber ich habe dann auch gesagt, ja, ich stehe natürlich jetzt nicht unbedingt dafür, jetzt einen 33-jährigen Spieler zu holen. Also die Elefantenrunde war sonst dafür und Sie haben noch abgewartet oder Sie mussten noch überlegen? Ja, ich war auch alle absolut dafür. Also da, ich glaube, es gab selten einen Spieler, wo wir uns so einig waren. Aber nur da wurde mir eben auch bewusst, okay, ich darf jetzt auch keine politische Entscheidung treffen, nur weil vielleicht irgendwo mal in der Zeitung steht, okay, warum holen die jetzt einen 33-Jährigen? Und am Ende muss ich Entscheidungen treffen, die wichtig und richtig für den Verein sind, für die Mannschaft und natürlich auch für den Trainer. Mussten Sie denn eigentlich auch länger überlegen, als Hans-Joachim Watzke Sie gefragt hat, ob Sie diese Position haben wollen? Ich meine, man muss da sehen, Sie hatten eigentlich ein super Leben vorher. Sie waren lebende Legende des Clubs, Sie waren Chef des Nachwuchsleistungszentrums oder der Nachwuchsabteilung. Sie hatten sehr viel Erfolg da, Sie haben sehr viel Wertschätzung genossen und Sie standen eben nicht so im Wind, nicht so im Fokus. Also mal platt gefragt, warum haben Sie sich das eigentlich angetan? Ja, man kann in seinem Leben ja auch noch mal gerne aus seiner Komfortzone rauskommen. Und es ist ja nicht so, dass ich diese Öffentlichkeit noch nie erlebt habe. Also ich bin ja jetzt heute auch nicht das erste Mal im Sportstudio, sondern ich glaube vor ziemlich genau... Vierte Mal, okay. Ich glaube das erste Mal vor ziemlich genau 30 Jahren. Und ich habe mich das natürlich schon auch gefragt, auch wenn es gerade mal nicht so gut läuft, was das mit mir macht. Jetzt bin ich natürlich auch tief verwurzelt in Dortmund und da kommen natürlich schon die ein oder andere Sprüche. Aber ich glaube, ich kann das ganz gut einschätzen. Und dementsprechend ist das, glaube ich, gerade ganz okay. Was hat Ihre Familie gesagt? Was hat Ihre Frau gesagt? Sie haben ja vorhin schon angesprochen, sie sagt, Siegen ist Lebensqualität. Hatte die auch ein bisschen Sorge? Nee, das, wir hatten das abgesprochen. Wir haben auch drei Kinder. Das hatte natürlich dann schon auch insbesondere auf die einen großen Einfluss. Also von 2-3 Wochen Urlaub, glaube ich, habe ich 3 Tage mit denen verbracht, weil es natürlich genau in die Transferphase dann auch einging. Aber die gehen damit alle toll um. Und also es ist dann eine Floskel, dass man natürlich von seiner Familie den Rückhalt braucht. Aber den habe ich definitiv. Wir müssen eine Sache klären. Es heißt ja immer, dass Sie Nachfolger von Aki Watzke sind. Sie haben ja jetzt erstmal nur in Anführungsstrichen den Bereich Sport übernommen. Aki Watzke hat ja noch sehr viele andere Bereiche, Personalstrategie zum Beispiel. Wenn er aufhört nächstes Jahr, bekommen Sie dann automatisch dieselbe Machtfülle? Also bekommen Sie diese anderen Aufgabenbereiche dann auch? Oder ist das noch nicht entschieden? Nein, das ist noch nicht entschieden. Tatsächlich ist es oft so, dass ich als der neue CEO vorgestellt werde und mit Carsten Kahner, Thomas Tress, natürlich 3 Geschäftsführer und Aki Watzke ist der Vorsitzende der Geschäftsführung. Und das wird dann noch zu definieren sein. Sport ist natürlich so unser Kerngeschäft. Und da muss man mal gucken, ob inwieweit diese Teile dann noch... Hätten Sie es dann gerne? Ach, Sport ist schon... Die anderen Bereiche meine ich. Diese Machtfülle, die er hat. Naja, also der Sportbereich, da werden natürlich die entscheidenden Entscheidungen getroffen, die dann natürlich auch Auswirkungen auf alle anderen, Abteilungen eben Ausschlag geben. Und also ich weiß jetzt nicht, ob Personal jetzt richtig bei mir aufgehoben ist, weil wir haben natürlich nicht nur den Sport, sondern ganz viele unterschiedliche mit Hunderten von Mitarbeitern. Und das wäre dann, glaube ich, nicht richtig, wenn ich dann nicht weiter meinen Fokus auf den Sport habe. Apropos Personal, sind Sie eigentlich ein Alpha-Tier? Also ich glaube, sowas sollte man nie über sich selber behaupten, was man ist. Dann sollten das andere von jemandem sagen. Ich glaube nicht, dass großartig die Leute über mich sagen würden. Ich glaube schon, dass ich sehr, sehr verlässlich bin. Und ich glaube, ich bin auch schon im privaten Bereich sehr, sehr harmoniebedürftig. Das muss im beruflichen Bereich nicht immer notwendig sein. Er ist vielleicht sogar manchmal hinderlich, vor allem wenn es nicht die ganz große Harmonie gibt. Wir sehen ja hier die sogenannte Elefantenrunde. Da gibt es ja einige Alpha-Tiere, würde ich mal sagen. Wer ist der lauteste in der Runde?
Ja, wenn er emotional aufgeladen ist, ist es, glaube ich, Matthias Sammer. Welcher Elefant hat den größten Dickschädel? Der Dickschädel. Also ich bin jetzt erst relativ kurz dabei. Ich nehme das immer extrem konstruktiv wahr. Und ich glaube, das zeigt sich auch in den Verpflichtungen, die wir gemacht haben, dass sich da wirklich alle dann auch wiederfinden. Und wenn es Kontroversen gab, dann gab es die eigentlich nur in kleinen unterschiedlichen Punkten. Aber am Ende, ich habe es gerade schon gesagt, mich interessiert dann am Ende der Erfolg, was kommt dabei raus. Und wir können uns alle, ich hoffe, ich tritt damit keinem zu nahe, wir können uns alle streiten wie die Kesselflicker. Ja, wenn das einen Effekt, wenn das eine Wirkung für Borussia Dortmund hat, dann ist mir das relativ wurscht. Ja, und dementsprechend darf das gerne dann auch jederzeit so bleiben. Und wird denn gestritten, wie die Kesselflicker? Das ist ja die Frage. Nein, aber es ist mir... Ich wollte damit nur verdeutlichen, wenn am Ende, und da ist für mich, wenn am Ende das Ergebnis zählt, und ich glaube, dass wir, wenn wir uns auch die Transferperiode angucken, der eine oder andere Experte hat uns eine Eins dafür gegeben. Und da möchte ich schon auch ein Stück weit herausstellen, dass wir das in dieser Konstellation gemacht haben. Aber es gab auf jeden Fall, das ist ja kein Geheimnis, Animositäten. Also zwischen Mislintat und Şahin soll es geknallt haben, zwischen Kehl und Mislintat soll es Reibereien, auch hierarchische Reibereien geben. Wie gehen Sie als Chef damit um? Gerade als, wie Sie gesagt haben, auch etwas harmoniesüchtiger Mensch. Nee, ich habe genau das Gegenteil gesagt. Also ich bin nicht so harmoniebedürftig im beruflichen Umfeld. Wie gehe ich damit um? Also erstmal, es hat nirgendwo geknallt. Also ich weiß, das steht dann irgendwo in der Zeitung und wird dann als Fakt dargestellt. Also das ist definitiv nicht der Fall. Ich glaube auch, dass die Transferperiode gezeigt hat, natürlich auch welchen Einfluss auch Sven Mislintat hatte, ist natürlich klar, auch mit Gerassi, mit Waldemar Anton, die er nach Stuttgart gebracht hat, die er eben auch kannte, auch von den Persönlichkeiten. Das war ein extrem wichtiger Input von uns und sind dann die Abläufe sind bekannt. Nur weil wir die gut fanden, waren die jetzt noch lange nicht verpflichtet und Sebastian Kehl eben auch in der Verantwortung der Transfers und des Kaders ist dann, hat natürlich dann mit den Beratern Kontakt aufgenommen, hat die Verträge ausgehandelt. Also ich glaube, das war schon ein gutes Zusammenspiel, wo jeder dann eben auch seinen Input reinbringen konnte. Also wir hören, dass insbesondere Sven Mislintat gerne auch mehr Einfluss, mehr Macht hätte. Er würde zum Beispiel gerne die Scouting-Abteilung unter sich haben. Die ist im Moment bei Sebastian Kehl, beim Sportdirektor, angesiedelt. Was machen Sie dann daraus? Wie entscheiden Sie sowas? Natürlich ist Sven auch als Persönlichkeit sehr herausfordernd, aber das bringt uns alle weiter. Also mich bringt es auch weiter, weil du natürlich immer gefühlt auf den Zehenspitzen stehst und ich glaube, das gilt auch für viele mehr andere Mitarbeiter. Und ich glaube, Sven ist eben mit seiner Expertise, mit seinen Kenntnissen, die er am Anfang in Dortmund sich erworben hat, dann auch ins Ausland gegangen zu Arsenal, dann Stuttgart, Ajax. Es wäre dumm, wenn wir das nicht nutzen, zusammen mit der eben mit der Scouting-Abteilung, dass da wirklich gute Vorschläge kommen, weil das am Ende ist die wichtigste Abteilung. Sebastian Kehl, ich, wir können keine gute Arbeit leisten, wenn nicht aber gute Vorschläge kommen. Bleibt die bei Sebastian Kehl, die Scouting-Abteilung? Sebastian muss natürlich Zugriff, also wie stellen Sie sich das vor? Also ich habe einen Spieler und habe keinen Zugriff auf die Scouting-Abteilung. Wie soll das funktionieren? Und natürlich ist Sven natürlich auch, wir haben ihn ja als technischen Direktor eben auch in der Hauptverantwortung auch für die Kaderplanung, wird diese Prozesse und Strukturen dann natürlich mit der Scouting-Abteilung erarbeiten. Wie geht's denn mit Sebastian Kehl weiter? Sein Vertrag läuft ja Ende dieser Saison aus. Es hieß, dass im Sommer Gespräche aufgenommen werden sollen für die Vertragsverlängerung. Ist das passiert? Ja, ich glaube, dass Sebastian prinzipiell meine Wertschätzung für ihn kennt. Ich meine, ich glaube, er ist inzwischen auch seit 22 Jahren da. Wir haben zusammen gespielt, sind zusammen Deutscher Meister geworden, haben jetzt die Transferperiode gemacht und es war abgesprochen, dass wir uns nach der Sommertransferperiode, dass wir zusammensetzen, dass wir Gespräche führen und die haben wir auch aufgenommen. Soll er bleiben? Also möchten Sie, dass er bleibt?
Wie gesagt, ich habe, wir haben, glaube ich, eine richtig gute Transferphase gemacht. Jetzt geht es darum, alle Kompetenzen natürlich unter einen Hut zu bringen. Wir haben gerade alle gesehen. Und die Gespräche führe ich dann mit Sebastian intern. Und ich glaube, wir haben auch beide abgesprochen, dass die Gespräche dann auch intern bleiben. Schauen wir in die Zukunft. Ihr Vertrag läuft 3 Jahre. Was wollen Sie bis dahin erreicht haben? Ja, wollen natürlich nicht, das habe ich, glaube ich, am Anfang schon gesagt, wir wollen nicht immer nur darüber reden, dass wir um Titel mitspielen wollen, sondern wollen natürlich auch mal wieder einen Gewinn. Am Ende kannst du es nicht versprechen. Wir haben durchaus ja viele Wettbewerbe. Aber ich glaube, es geht auch darum, wie wir auftreten, wie wir spielen, was für eine Haltung wir haben. Ich meine, letztes hatten wir vor 80.000 Zuschauer Abschiedsspiel von Piszczek und Błaszczykowski. Und ich glaube, ich weiß nicht, da können sich wahrscheinlich gar nicht viele erinnern, welche Titel die wirklich mit dem BVB geholt haben, sondern das kamen 80.000, weil sie wirklich die Werte von Borussia Dortmund repräsentiert haben. Und ich glaube, auch darum wird es gehen, dass die Zuschauer weiterhin gerne in unser Stadion kommen, dass sie weiterhin viel Zeit und Geld in die Hand nehmen, um uns zu Auswärtsspielen zu begleiten und sich eigentlich jedes Mal darauf freuen, wieder einen neuen Stadion zu kommen. Lars Ricken, vielen Dank für das Gespräch. Danke sehr.